wie wir uns mit Kronen kennengelernt haben. Nämlich vor 2 Jahren haben wir eine sehr große Show mit mehr als 200 Artisten, Zirkusartisten und Tänzern gemacht in Budapest. Das Closing Ceremony von der FINA, Schwimm-Weltmeisterschaft. Wir haben ein riesengroßes Luftbild geschaffen, wo wir mehr als 30 Strapazenartisten in der Luft hatten. Und wir haben dafür ein spezielles System gebaut. Und dieses selbe System, können Sie auch hier sehen, wurde aufgebaut mit 5 Fliegmotoren. Und wir haben 6 Artisten, die in der Luft fliegen werden. Das ist ein ganz interessantes System, das kann wirklich die Luftartisten in einer ganz geschmeidigen Art nach oben und nach unten zusammen wie eine Choreografie in der Luft ziehen. Und ja, es freut uns sehr, dass wir diese Luftnummer hier wieder träumen konnten. Natürlich in einer ganz anderen, neuen Art, speziell für Corona gemacht. Und wie viele Strapazen waren da nochmal in der Luft? In Budapest. Ja. Hier sind 5 Motoren und 6 Artisten zusammen. Ja. Also ich bin schon sehr gespannt drauf. Also am 4. April dürfen wir das live erleben. Das verspricht ja alles wirklich eine wunderbare Unterhaltung, zauberhafte Stunden. Also, ich muss ein bisschen das Lernfolien weiter, ja, das ist eine gute Frage. Sie muss auch verstehen, jetzt, das ist fast 2 Jahre haben gearbeitet, dieser Projekt. Und für Kinder ist auch sehr wichtig für uns in der Comic. Und dafür, ich habe gesehen, diese Art, also es passt sehr, sehr gut für Erwachsene, es ist viel Comedy. Und ich habe selbst gefragt, ist das auch gut für die Kinder? Es gibt meinen Sohn in der Probe sein, er hat gelacht so viel. Es ist wirklich super, es passt bei allem. Also, muss auch verstehen, hier ist auch noch Baustelle nicht fertig. Hier kommt ein ganz großer Kraber da oben. Der ganze Zirkus hier ist gemacht, dass wir mehr nah die Idee von Ben und dem Team war. Also hier ist einfach der Garten, der Palace und alles sitzt so nah. Sie müssen verstehen, Zirkus Kronen, der größte Zirkus der Welt, ist ein großer Zirkus selbst. Da haben wir 3000 Zuschauer. Und dafür unser Problem war immer, wie weit weg unsere Zuschauer sind. Das heißt, alles hier bekommen wir Beleuchtung, der Loge hier ist beleuchtet, der ganze Holzboden kommt, wenn sie kommt in ihre Versace-Schuhe, hier auf der Riesenwiese, alles für Boden hier, Holzboden. Es ist wirklich ganz anders gebaut. Wir haben auch investiert in das ganze Licht, über 1 Million und nur an Licht. Dann kommt auch Ton dazu. Unsere Artisten haben schon probiert in Budapest, da bei Benzer, und wirklich haben wir große Investitionen vom Zeit und auch mit Geld wirklich zu machen, eine Show, was ich finde, ist besonders. Warum ich sage besonders? Weil Sie fragen mich über die Comedy. Für mich persönlich war es immer ein Problem, der Comedy im Circus. Sowieso, weil ich höre, da haben wir schon, also Beispiele lernen viele in der Kronenbau. Wir haben einen ganz modernen Comic in der January-Programm, in der February-Programm, ein Top-Star-Comedy. Und jetzt haben wir Traditional Comedy. Und dafür die Band haben das alles zusammen gemacht, diese Top-Top-Artisten, auch im Theater-Hintergrund. Und natürlich Steve Alki, ist ein Standard-Comic für die Erwachsenen, aber auch für die Kinder. Mein Sohn, der ist 11 Jahre alt, und hat wirklich Spaß gehabt in der Probezeit. Und wenn noch nicht fertig, jetzt kommen mehr und mehr. So, ich bin sehr gespannt. Aber Circus kommt sowieso, natürlich unsere Kinder ist sehr, sehr, Kinder, unsere Zuschauer ist sehr, sehr wichtig. Und Beispiel bei meinen Tierprobes, ich habe meine Löwenprobes für die Tiere, wir wechseln das. Wir haben das für Erwachsene, Studenten und auch bis 3, 4 Jahre alt. Und wir auch verstehen unsere Publikum. Dafür bin ich sehr, sehr, sehr bereit für unsere Comedy-Service. Und auch welches Kind träumt nicht, die Pferdeprinzessin zu sein oder mit den Löwen entlang zu spazieren. Und natürlich ist es uns ganz, ganz wichtig, weil das Schönste ist für uns immer, auch im Backstage-Bereich, wo man uns auch mal besuchen kann, das ist ja auch ganz offen, dass Kinder auf uns zukommen, uns umarmen und sagen, es hat uns so gut gefallen, Fragen stellen, gute Fragen stellen und eigentlich vielleicht diese Geschichte noch viel besser verstehen als ein Erwachsener, weil sie mit ganz anderen Augen sich das anschauen. Und ich denke, dass es wirklich für Kinder auf jeden Fall auch ideal ist. Also es war, wie gesagt, bei der Zusammenstellung auch immer ein großes Thema, dass wir sagen, die Familien kommen auch wegen ihren Kindern in den Zirkus, gerade auch zu uns, wir sind ein Familienunternehmen auch. Und ich habe überhaupt keine Sorge, dass das
nichts für die Kinder ist. Und wie gesagt, also welches Mädchen möchte nicht auf dem Pferd reiten? Unser Wunsch eigentlich war, wie kann man bringen unser Publikum nah zu unserem Tier, zu unserer Show und natürlich zur Comedy. Und noch ein Beispiel, diese Piste hier, sie würde sagen, nicht mehr ein Karfik bei meinen Löwen. Also da gibt es eine, aber es ist ganz anders gebaut und es kommt raus von der Piste hier. Und sie haben eine Loge und sie überlegen, wie nah sie sind da bei dem Tier. Hier kommt ein ganz neues Bühne, es ist noch nicht fertig, es kommt alles hier, ein neues Bühne. Also das Publikum ist wirklich nah, dass der Artist kommt direkt zu unserem Publikum. Und dafür ist es sehr wichtig für uns, diese Gefühle. Eingebunden. Genau. In der Show, ohne dass man aktiv mitwirken muss, aber man ist nicht der Zuschauer, der jetzt da außerhalb sitzt. Also wir sitzen eigentlich alle am Palast und feiern eigentlich alle auch mit. Wir haben unsere Technikerbeispiele aus München natürlich, unsere Techniker und aus Budapest arbeiten zusammen über monatelang zu machen, das Gefühl, dass wir wirklich nah auch in der Licht und der Ton sowieso ist alles neu investiert. Also, ich bin ganz sicher, es ist ein unglaubliches wunderschönes Abend und mittags. Ich bin sehr gespannt und auch ganz, ganz stolz, bis jetzt noch nicht fertig. Und an den Kindern muss ich auch noch was sagen, wo du ja auch ganz stolz drauf bist, ist, dass du in Monte Carlo ja viele Auszeichnungen bekommen hast, aber der Preis der Junior Jury, gar nicht so einfach, Junior Jury ging ja auch an dich. Und das hat dich eigentlich so gefreut, dass du gesagt hast, die Kinder wollen auch das sehen. Also, das hat uns dann wieder bestätigt. Also das klingt ja wirklich alles sehr wunderbar und vielversprechend und macht ja wirklich Lust auf mehr. Also am 4. April hier auf der Theresienwiese um 20 Uhr wird dann die Premiere sein. Bis zum 15. April seid ihr dann hier in München auf der Theresienwiese. Am 4. April wird es dann im Vorfeld auch ein Webcard geben. Im Nachgang dann natürlich eine Aftershow-Party mit vielen geladenen VIP-Gästen und natürlich auch aus der Medienwelt sind auch viele Vertreter mit dabei. Und bevor ich jetzt an Sie übergebe, dass Sie Fragen stellen können, gibt es eine ganz besondere Einstimmung zu der neuen Show. Und zwar werden wir für uns ganz exklusiv das Duo